So, da sind wir dann in unserer super geheimen, super Secret Base, die wir Cozy eingerichtet haben letztes Mal. Ich habe ein bisschen Offcam gegrübelt und habe mich jetzt entschieden, alles zu behalten und Megadrain rauszuhauen. Wir kriegen irgendwann noch mal was Pflanzenmäßiges rein, aber eigentlich ist es nicht zwingend necessary. Pflanze deckt uns nichts ab, was Wasser und Donner nicht auch kann, das haben wir bei diesem Team. Jetzt haben wir unseren Power-Up-Punch zum Boosten, Force Palm als stärkste Attacke. Zur Erinnerung, wir haben Technician, das heißt, das sind nicht 60, sondern 90 und das hier sind nicht 40, sondern 60 Power. Rock Smash brauchen wir für Overworld und Mark Punch für Priority, weil Bleioch ist nicht der schnellste. Und ansonsten hat sich nichts geändert. Ich wollte nur nochmal über die Attacken nachgrübeln, wollte es nicht on-cam machen, ist glaube ich gar nicht so interessant, wenn ich den Screen anstarre. Wir haben jetzt hier unsere Secret Base, die bleibt auch erstmal. Weil wir müssen das auch einem Pokémon beibringen, dann verdienen wir natürlich auch wieder einen Spot. Also einen Attackenslot. So. Blueberry lassen wir mal vorne. Hat die XP am nötigsten. Wir suchen... ja. Jein. Fairy Tail Girl. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Spoink. Nicht zu verwechseln mit Spank. Wir suchen Pokémon, wir wissen auch, wo es ist. Wir dürfen noch nicht hin. Wir probieren es mal mit Aqua Tail. Ich habe gerade probiert, überlegt, ob ich Roll-Up machen soll. Aber Aqua Tail ist ja Physical. Deswegen macht es keinen Unterschied. Haben wir sogar Step drauf. Morbile, guck mal hier. Intimidate. Attack Drop ist gar nicht so amazing für uns. Ja, Blueberry ist zutiefst beeindruckt. Ja, wir sind recht strong. Wir haben es gut gemacht. Hallöchen. Okay, kriegen wir eine Beere. Irgendwann werden wir die auch noch brauchen. Ich weiß noch nicht wann, aber... wir bedienen es einfach mal. So. Was ist hier in der Hütte? Und hier sind wir gekommen. Old Ladies Rest Stop. Ach, guck mal, das ist ja cozy. Okay, wir können es nicht setzen, wir können auch nichts anklicken. Hallo Umi. Komm, machen wir mal. Wenn es so nicht anbietet. Nee, wir sind fein, eine Rest. Rest, genau, eine Rest reicht. Eine Rest reicht. So. Nee, das ist nicht mit dem Kostüm. Wir wollen aufs Fahrrad. Huch. Ah, ist das ein Elend mit dem... jetzt aber. Die Steuerung ist echt krebsig. Oh, guck mal, er hier. Lost Two, das heißt, er ist verloren. Hat sich verlaufen. Backpacker Dion. Ach, guck mal. Linun, glaube ich, wird's ausgesprochen.
So, Blueberry 24. Langsam aber sicher holen wir auf. So, hier oben haben wir keine Wüsten-Encounter, nee. Aber ein Elixier. Damit können wir PP wiederherstellen. So, runter von dem, von der Höllenmaschine. Bin ich echt kein Fan von dem Ding. So, hier ist nix. Ace Trainer Brook. Venga. Wir nutzen die Chance einfach mal und bereiten unser Rollout vor. Das ist unschön, das senkt, glaube ich, die Trefferchance. Bam. Schlechtes Matchup für uns. Mal gucken, ob Rollout genug Damage macht. Macht das. Ja, das rollt ja wie am Schnürchen. Indeed. Oh, die schicken wir direkt zur alten Oma. Kann sich hier ausruhen. Route 113. Ach, er schon wieder. Guck mal. Sogar er hatte das Gefühl, dass er eine Pause braucht, weil er natürlich das Nonplusultra ist. Eigentlich nicht. Das ist die 500. Pause in 2 Minuten. Fetter Cosmo, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Er scheint mit Meteoriten zu forschen. Mhm. Ui, guck mal, da war Ascheregen. Ist kein Schnee, ist Ascheregen, Vulkanasche. Flup. Ach, guck mal, der Baum da oben, wie so ein kleiner Bonsai. Ach, guck mal, Sandshrew. Hätte ich vielleicht genutzt, wenn es früher verfügbar gewesen wäre, anstelle von Chris. Aber hat mir dann doch zu lange gedauert. Play Rough. Ich glaube, das wollen wir haben. Das wäre jetzt der Moment, wo eigentlich Refresh dran glauben müsste, ne? Oder wir gehen die Rollout-Kombo auf. Wir haben es bisher einmal benutzt und hat nichts gebracht. Youngster Neil. Ach, guck mal. Ein kleiner Bait. Ein kleiner Teaser für spätere Folgen. Mehr sage ich dazu nicht. Uncool für uns. Yep.
Blei auch lohnt sich, weil selbst wenn wir paralysiert sind, haben wir Priority Moves. Interessiert uns der Speed Drop überhaupt nicht. Wir gucken mal, Power Punch. Brems. Gibt's vorne auf die Schnauze. Mhm. Dann hör auf, Leute anzupöbeln. Gibt's auch nichts fürs Fressbrett. Ich wollte an den Bonsai-Baum da noch gehen. Ist da irgendwas? Nö. Schade. Sah so aus. Guck mal, er rennt noch ein Stöpsel. Können wir den auch verhauen? Buh. Nee. Guck mal, hier sind überall so Ascherhaufen. Da ist auch noch einer. Ach, guck mal. Sind sogar Items versteckt. So, was ist denn mit dir? Sind sie. Problem haben wir nicht, weil Blueberry noch Wasser ist. Das heißt, es neutralisiert sich. Wobei Kawaii auch Fairy ist. Fällt mir gerade ein. Früher war es nur Psycho. Muss ich ein bisschen umdenken. Rums. Kilia. Chris 27. Brauchen wir nicht. Nichts, was wir haben wollen. Für Chris habe ich was recht Spezielles geplant. Eigentlich wollen wir das haben. Aber es widerspricht auch unserem Konzept von maximaler Coverage. Also möglichst viele verschiedene Elemente zu haben auf Kawaii. Wir lassen es mal. Es gibt über Umwege Möglichkeiten, nicht erlernte Attacken wieder zu lernen. Ist, glaube ich, sogar in der nächsten Stadt, wo wir jetzt hingehen. Das heißt, ist jetzt nicht... Die Entscheidung ist nicht für alle Zeiten gefällt. Älteren Generationen wäre das jetzt so. Mal gucken. Ich denke, die Entscheidung war richtig so. Vor allem haben wir schon einen Setup-Sweeper mit Bleioch. Ich weiß nicht, ob wir zwei brauchen. Und Chris wird auch einen Setup-Sweeper. Ich denke, da reichen zwei. Kawaii mit Eden. Tank. From the ashes, I leap. Ja, ist fast so gut wie der Dude unterm Tisch. Behold, for I am the greatest mystery in Höhen. Coughing. Ich hoffe, der explodiert nicht. Ich glaube, die können self-destruct. Okay. Hat er gar nicht die Chance bekommen. Zu platzen. Ich mag die eigentlich. Schade, dass sie immer nur zu Team Rockets Filler-Pokémon degradiert wurden. Auch rein von der Optik her finde ich die ganz cool. Blueberry 26. Mhm. Ab Level 30 geht's rund. Nicht mit Blueberry, aber wenn generell unsere Pokémon Richtung Level 30 gehen, wird sich nochmal einiges ändern. Sie mal gucken, wenn sie K.O. gehen. Okay. Blueberry ist jetzt mit Kawaii gleich auf. Guck mal, das ist wieder so ein Kuckloch. Könnte man eine Base machen. Ich wollte gucken, ob in dem Felsen was drin ist, aber okay. Sie muss ständig die Asche von ihrem
Pokémon reiben. Erinnert mich vom Gesicht immer so ein bisschen an Ia von Winnie Pooh. Also vielleicht, weiß nicht, wer es kennt, die alte Kinderserie. Mit dem chinesischen Präsidenten, Diktator, was auch. Hier ist nichts drin. War früher schon immer mein Lieblingscharakter, weil ich mich in dem sehr wiedergesehen habe. Was auch immer das heißen soll. Vielleicht war das ein bisschen Foreshadowing auf das, was mich die nächsten Jahre, Jahrzehnte noch erwarten würde. Aber hab den immer gemocht. Gehen langsam die PP aus. Ums. Okay. Vulkanasche kann zu Glas gefertigt werden. Ach, guck mal, noch ein Item. Das sollen wahrscheinlich Schmiedegeräusche sein. Okay. Ich hoffe, man hört es nicht. Draußen ist gerade wieder Weltuntergang. Monsun, Gewitter, alles. Faustgroße Regentropfen. Autos, die durch den Himmel fliegen. Zum Glück war ich heute schon mit dem Hund. Regnet es mir auf den Rechner. Günstigste Wasserkühlung der Welt. Wir probieren das mal mit dem Aschesammeln. Ich renne durchs Gras, weil man das früher aus dem Gras gesammelt hat. Kann ich hier nicht nachgucken, wie viel drin ist? Muss doch irgendwie gehen, oder nicht? So, mit dem Repel geht's einfacher. Wir sammeln einfach mal ein bisschen was. Gramm mehr. Was auch immer das ist. Wir haben nicht mehr eine Anzeige. Woher soll ich wissen, was 220 Gramm sind? So, wir gucken mal. 223 waren es, ne? Aber das ist es jetzt noch. 210, also 13 Gramm pro Aschehaufen. Ob das realistisch ist, sei dahingestellt. Ist es konstant? Müssten es jetzt 84 sein. 184. 188. Es ist nicht immer konstant. Aber in dem Dreh 13, 15. So, kriegen wir im Gras auch was.
Weil die Aschehaufen zu sammeln ist schon ein bisschen mühselig. Not gonna lie. Nö, wir brauchen kein neues. Wir gehen ja direkt raus aus dem Gras und dann gucken wir mal. Nee, okay, Gras kriegen wir nichts. Ganz ehrlich, könnten wir jetzt theoretisch immer raus und dann die Haufen sammeln und resetten, aber ob sich das lohnt? Eine blaue Flöte, so ein One-Use-Item, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Denk nicht, dass wir es machen werden. Klingt nach einer Menge Grinding für wenig Reward. Ich glaube, da kann man auch Tische und Items für die Base und sowas machen, aber ich denke, das skippen wir einfach mal im Sinne vom Let's Play. Will ja keiner sehen. Okay. Blueberry 27. Man sieht schon HP 99. Das ist ein dicker HP-Pool. Was gut ist für einen Tank. Gibt nichts Schlimmeres als ein Pokémon mit super Verteidigungswerten und noch ein Item. Und dann so ein ganz geringer Hitpoint-Pool. Weil dann bringt dir alle Tankiness der Welt nichts, wenn du keine HP hast. Umgekehrt natürlich genauso. Super viel HP ohne Tankiness bringt natürlich auch nichts. Oh, guck mal, da steht natürlich zufällig jemand an unserem PC. Ich greife schon mal vorweg, das PC-System wurde gemacht von Bill in Generation 1. Ich weiß nicht, ob die junge Dame da drauf aufgebaut hat oder ob das jetzt im Sinne der Equality umgeschrieben wurde. Mhm. Okay. War so kurz am Flexen und jetzt sollen wir sie in ihrem Haus besuchen. Okay, wir gehen nicht in den Pokémart. Hoffen wir, es geben andere Pläne für uns. Ja, was ist damit? Ach, er wurde gekidnappt. Die Magma, die kennen wir ja schon. Natürlich müssen wir dem Professor helfen. Mhm. Wenn du weißt, wo er ist, dann ruf doch die Polizei. Oder geh selber. Guck mal, ein Teleskop. Sehr schön. Verstehe ich nicht. So, jetzt aber. Falls du Skittles gesehen hast, das rote Pokémon, das im Kreis rennt. Ich hab's auch gesehen. Wir gucken gleich. Hab's nicht übersehen. Das brauchen wir nicht. Na. Brauchen wir nicht. Das ist okay.
So, wir tanken mal ein bisschen auf. Nehmen wir auch mit. Just in case, falls was Wichtiges passiert. Paralyze Heal nehmen wir auch mit. Haben wir alle verloren? Auf dem Radweg, glaube ich, damals. Super Repel nehmen wir auch noch 2, 3. Ja, nehmen wir 3 mit, haben wir 5. Das passt doch. Nö. So, was ist mit dir los? Verkaufst du was, das wir brauchen? Nö. Schade, ich habe gedacht, der verkauft auch TMs oder sowas. Mhm. Mhm. Miau. Für die, die es nicht wissen, es gibt Pokémon, die entwickeln sich, wenn sie der Gegenwart von einem bestimmten Evolution-Stein ausgesetzt werden. Blattstein, Donnerstein, Wasserstein gibt es da, Mondstein, Sonnenstein und was weiß ich alles. Das ist eins davon. Hier ist nochmal eine Contest Hall. Haben wir auch eins, Meryl? Oder hatten wir? Wir haben ein Azumarill. Okay, dann streichen wir das mal. Wir haben ja eins. Move Maniac. Ich glaube, da können wir alte Attacken wieder lernen. Er steht da im Klurak Cosplay Dingens. Okay, da sind Hard Scales im Tisch. Mhm. Mhm. Machen wir. So, hier ist Route 114 schon, ne? So, ich glaube, wir müssen jetzt... Ach, guck mal, ein Krater. Schön. Ich glaube, wir müssen jetzt... auf den Berg, wo vorhin die Rübel da den Weg versperrt haben, ne? Und mit der Seilbahn fahren. Wir flitzen da mal hin. Ist lange her, wo ich das letzte Mal gespielt habe, aber ich glaube, es war so. Werden wir angeschrien aus dem Hinterhalt. Oh, Schnarch. Ach, guck mal, ein Spinder. Fun Fact, das Muster mit den Punkten ist random. Wenn du 20 von denen fängst, hast du 20 mal ein unterschiedliches Muster. Warum? Keine Ahnung. Ist nicht mal ein gutes Pokémon. Ich meine, ist... nichts verkehrt dran, ein Pokémon, das weniger viable oder stark ist, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, aber irgendwie ein bisschen gewastet von den Efforts her. In my opinion. Für das spezifische, zumal die Muster bei der Weiterentwicklung überhaupt keinen Einfluss mehr haben, weil da wird das alles normalisiert. So, nur noch hier durch und dann haben wir es. Guck mal, der ist immer noch am Hoppeln. Stehen die immer noch da? Okay. Es läuft nicht ganz nach Plan. Okay, dann ist es entweder anders gemacht worden oder ich weiß es einfach nicht mehr. Dann wird es anbieten, dass wir einen Cut machen. Dann informiere ich mich mal kurz, wie und wo es weitergeht. Und dann gehen wir in der nächsten Folge auf den Berg und helfen dem, wie hieß er, Professor Kosmos, ne? Mit einem Z für die coolen Kids. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.